Mäusen! Können wir mal... Nee, das wollte ich nicht. Können wir das irgendwie auf Vollbild schalten? Wäre schön. Ja, herzlich willkommen zu... Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Link Evolution. Hallöchen! Lang ist es her, dass das letzte Mal Yu-Gi-Oh! Auf meinem Kanal kam. Und diesmal ist es wieder zu weit, diesmal auf dem PC. Und ich würde jetzt gerne erstmal kurz Hilfe, so wird. Nein. Einstellungen. Nein. Videoeinstellungen. Fenster Vollbild anwenden. Haha! Gut, einmal zurück. Dankeschön. Und wir fangen natürlich. Und wir haben natürlich jetzt noch kein Deck. Wir haben hier so ein Starterdeck mit so ein paar. Ja, mehr oder weniger bekannt. Oh, wir haben Nahkämpfer. Das werden wir natürlich noch erweitern. Wir beginnen erstmal mit der Einspieler. Natürlich, das war eine Herausforderung. Das ist ein neues Tutorial. Lernen, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt Schritt für Schritt. Brauche ich nicht. Kampagne. Ja, neben Yu-Gi-Oh! GX, Dies und Sechsel ist Arc 5 mittlerweile auch komplett. Ne? Ach, hier gegen Sarg. Ja. Ne, aber kommt alles mit der Zeit. Yu-Gi-Oh! Fate haben wir mittlerweile auch mit den ganzen Link-Beschwörungen. Und da. Kennen jetzt nicht unbedingt so viele Leute. Ich habe tatsächlich geguckt, halt nur mit deutschem Untertitel. Aber, Bakterlegt, wir beginnen auf jeden Fall mit. Normalen Yu-Gi-Oh! Königreich der Duellanten. Gegen Zoe. Und hier gegen Kaiba. Okay. Haben wir hier. Was ändert beim Tutorial? Namen und Rollen. Nee, gut. Ja, dann beginnt er einfach mal mit Königreich der Duellanten. Beziehungsweise. Ja. Spieler ist normales. Wieder eine Source zum Wiederholen. Drei Spieler ist normal. AK Enter. Ich hätte das gerne als normales Duell. Drei. Ja. Yu-Gi-Oh! Geschichten werden geladen. Ne? Ja, die Geschichte von Yugimoto beginnt an der Domino High School, wo das Kartenspiel Duel Monsters der letzte Schrei war. Yugi war der beste Duellant von allen und sein Freund Joey wollte unbedingt auch lernen, wie man sich duelliert. Ja. Wer im Prinzip hört die Geschichte an sich eigentlich gerne überspringen, weil die kennen wir ja schon vom damals. Wer die Geschichte nicht kennt, muss sich halt die alten Folgen anschauen. Geschichte-Deck, Benutzer-Deck, ich nehme das Geschichte-Deck, weil das ganz witzig ist, nach etwa, ja. Gut, genau, ich nehme jetzt einfach mal Papier. Später das Spiel, das zweite. Ich würde gerne den First Floor, den ersten Zug nehmen. Genau, da haben wir es doch hier. Bergende Schwerter, aha. Electro Herz, das kenne ich tatsächlich nicht. Gott sei Dank, ein guter Angriff, und der Abbrecher magischer Klicker kennt man noch. Na ganz viel ist aber hier kurz also die Marke von dieser sogar gerade entfernt, dann nein, aber irgendwie wird fehlen, stört das gewählte Ziel. Joa. Ich würde tatsächlich erstmal sagen, dass wir den hier als normal beschwören. Mittlerweile können wir auch hier auswählen, ne? Wo es hinlegen wollen, dass es immer in die Mitte geht, hat wegen den neuen Link-Beschwörungen zu tun. Ich würde es trotzdem einfach mal in die Mitte legen, weil wir haben jetzt hier noch keine Link-Beschwörung, die wir an der Stelle, genau, die eine Marke, und ja, gehen wir mal zur Endphase. Warten wir darüber drauf, was der Gegner so drauf hat, also wie Joey, ein verdecktes Monster, ja, und das war's auch schon. First of all, haben wir da keine Gefangenen, die können wir mal verdeckt setzen, ne? Link wird dann auch nochmal interessant, weil mittlerweile die Link-Zonen hier sind und nicht mehr als Extra-Zonen existieren in dem Sinn. Ich beschwöre jetzt einfach auch mal den da. Denn wir das jetzt hier schon so haben. Gehen in die Battle-Phase und würde gerne angreifen, genau. Das war jetzt nicht gut.
Ja, das ist es. Das habe ich gerade an der Stelle wirklich scheiße gemacht. Kann ich das? Ein Monster in deinem Veto und wie ein Fan, mal nur mal ein Monster in der Hand als. Ah, das ist eine permanente Karte, okay. Juckt mich an der Stelle jetzt wenig und da kommt natürlich der Axthäuber, wer jetzt gedacht. Ja, das ist natürlich an der Stelle gut gelaufen, aber wir haben hier einen Ninkunhund. Das ist einfach mal. Ja, also da würde ich mal sagen, kann mir ja jetzt aber schlagen wir mal zurück. 100 Angriffspunkte, 100 Schaden für Joey. Ja, kann ich ihn lassen. Weil dir ist dieses Duell so in der Serie nie wirklich passiert am Anfang. Ist ein bisschen traurig. Oh, und Scheibe der Gier. Das ist natürlich das ist eine sehr schöne Karte. Ist bei der Stelle jetzt nur recht wenig. Ich würde tatsächlich. Es ist mal bei der Stärke belassen. Was eindeutig ein Fehler war. Natürlich hat er einen Footballkämpfer draußen. Wer jetzt gedacht. Ja. Dann hätte ich jetzt tatsächlich doch mal gesagt, dass wir hier auf eine höhere Angriffsstärke gehen. Oh ja, Erinnerung schafft. Gut. Sehr schön. Ein Monster bedeckt. Ein Mentenfresserkäfer. Sehr schön. Jetzt sich an der Stelle mal verdecken und dann. Du kannst eine offene Karte auf dem Spiel wählen. Die Effekte des gewählten Ziels werden während dieses Spielzuges annulliert. Das kann nur eine offene Karte, aber. Ja, da hat keine Effekte. In dem Sinn angreifen. Ich würde tatsächlich auf die verdeckte Karte gehen, weil von der eine höhere Gefahr wegen Flip-Effekt ausgeht. Das Duell dauert mir eigentlich schon viel zu lange für das erste. Ah, da haben wir den Drache, der in der Höhle haust. Interessant. Würde ich mal verdeckt setzen. Und hier mal die Flip-Beschwörung benutzen. Und die Karte tatsächlich einmal rausschmeißen. Bitte. Danke. Danke, danke, danke. Perfekto. Ritter des Roten Lotus. Da weiß ich doch wegen nicht. Also erstmal aktiviere ich den Effekt, dann können wir mit plus 1 gehen, das nicht, nee, sogar plus 2. Und das ist eine schöne Nachschubtrip. Kann man schön, du kannst eine auf eine permanente Sitze. Ich habe gerade, du kannst jetzt auf dem Video fliegen, einen Monster zustellen, das wir kontrolliert. Okay. Ich würde den hier beschwören. Geht bei Menschenfresserkäfer dafür als gut an. Einmal pro Spielzug, du kannst ein normales Monster, das du für den Ethiker in deinem Friedhof finden, als Spezialbeschwörung beschwören. Oh, das ist ja geil. Ja, den Kennhund, komm bitte mal einmal zurück. Das habe ich doch gerne. Mhm.
Das ist natürlich, ja, da konnten wir nochmal plus 1 gehen. Nicht schlecht. Genau. So. Ja, und da sind wir nochmal plus 1 gegangen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen doof. Ich habe Herz und Ziel. Wenn deine Torphase, wenn du nochmal das. Das ist auch ganz gut, da können wir nochmal plus 1. Können wir in jeder, fast in jeder Torphase plus 1 gehen. Ja, du kommst in der Torphase plus 1 gehen. Dann nehmen wir noch die Karte mit. Schön mal, ne? So, nein. Dazu. Würde ich tatsächlich mal machen. Ja gut, ich hab. Ich Depp hab keine Karte und nicht super Karte gelesen, naja. Ich muss mich erstmal wieder ans Spiel gewöhnen. So ist das halt. Aber nach war glaube ich die beste Wahl, die ich dann hätte treffen können. Weil die mir ja nicht wirklich. Gepanzerte Biene. Okay. Ich würde tatsächlich mit der angreifen. Was natürlich ein Fehler war. Und das ist natürlich auch scheiße. Da hat ganz schön was drauf, der Joey, an der Stelle. Hat auch noch, das wird doch ein längeres Duell, als ich erwartet habe. Ja, ich gehe gerne mal plus 1. Nochmal, haben wir schon plus 2. Der Schwächste würde ich rausschmeißen. Nein. Nein, danke. Das bietet ihm nämlich noch so als Normalbeschwörung. Okay, dann greife ich mit den an. Und mit dem den da. Ja, darf ich dann jetzt tatsächlich mal 600. Das ist mir eigentlich eine Schnuppe. Gut. Haben wir nämlich mehr Angriffskraft. Oh, Spiegelkraft. Hm.
Kannst mal den beschwören. Ne, tatsächlich den Effekt auch noch aktivieren, um die andere noch aufs Feld zu bekommen. Ja gut. War aber auch sein letzter von denen. Nein, sorry. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir damit jetzt das Duell mal gewonnen haben. Ich werde wahrscheinlich gerade wieder jetzt Noob in dem Spiel, aber ich bin jetzt auch kein Profi an der Stelle. Ja, das wird mir gerade auch. Ich bin mal sicher. Ja, gut, gut, den beschwöre ich aber gleich wieder. Ja, da benutze ich doch die ganze liebe Spiegelkraft. Die ist ja eigentlich mittlerweile auf Null gesetzt, also verboten. Nein, an der Stelle nicht. Schwimmen wir den nochmal zusätzlich. Der ist sicher. Oh, der Babydrache. Ja, wenn man überspringt. Genau. Das Herz der Karten. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.